Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem frischen, neuen, nagelneuen Video von Klein Thomas Marketing, Coaching und Consulting Services. Und hier in diesem Kanal geht es natürlich um die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler, IT-Berater und Agenturinhaber, Softwareagenturinhaber, die ja ihr Business voranbringen wollen, sei es jetzt Freelancer, die noch keine Mitarbeiter haben, und oder kleinere Unternehmen, die schon mehrere Mitarbeiter haben, beziehungsweise auch größere Unternehmen, die teilweise schon mehrere hundert oder tausend Mitarbeiter haben, die vielleicht auch in einer oder anderen Form eine Unterstützung genießen. Hatte ich in den letzten Jahren, mein größter Kunde war über 1500 Mitarbeiter, mein kleinster Kunde war genau ein Mitarbeiter. Ja. Also, in diesem Video geht es darum, um das Thema Skalierung, und mit Skalierung möchte ich anknüpfen an das gestrige Thema. Okay, welche Form der Werbemaßnahmen sind für mich die geeignetsten, um mein Unternehmen weiter voranzubringen? Und letztendlich gibt es nur zwei Punkte, die wirklich interessant sind. Wir wissen das alle, wenn du zum Beispiel jetzt schon mal zu tun hattest mit Venture Capital Firmen, also letztendlich irgendwelche innovativen Unternehmen, die quasi große Geldsummen nicht geschenkt bekommen, aber letztendlich zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie dann erstmal richtig Gas geben dürfen. Da gibt es dann immer nur zwei KPIs, wo letztendlich gemessen wird und investiert wird. Das sind Neukunden und das zweite sind Mitarbeiter. Okay, also Neukunden, Mitarbeiter. Das ist letztendlich das Einzige, worum es da geht. Ja, das ganze Controlling und so weiter wird teilweise dann auch noch von den Investoren kontrolliert und übernommen teilweise und so weiter. Also du bist ja dann auch nicht mehr so richtig frei, sondern bist halt also letztendlich auch völlig abhängig, weil du ja nicht quasi selbst finanziert bist. Aber Mitarbeiter, die wollen schnelles Wachstum. Ja, das ist sozusagen die kapitalistische Form, die es gibt, des Wachstums, ist halt, wenn du dir Joint Ventures machst mit Venture Capitalists. Also Leuten mit sehr viel Geld, die an deine Idee glauben, und die sozusagen von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde immer wieder Geld zur Verfügung stellen, wo du letztendlich dann gewisse Ziele erreichen musst. Ja? Und die wollen in der Regel auch kein Unternehmen mit siebenstelligen und auch nicht mit achtstelligen Beträgen umsetzen, irgendwann mal sehen, sondern die wollen mindestens neunstellig dann sehen. Ja? Also es ist also sozusagen die höchste La Haute Classe, würden die Franzosen sagen. Ja? Der High-End sozusagen Skalierungsmarkt. Und warum, mit dem ich jetzt nicht so viel zu tun habe, aber hier können wir ganz deutlich sehen, dass dort eben ganz, ganz gezielt überlegt wird, okay, wie lang ist unser Sales Cycle? Okay, und wie hoch ist unsere Marge? Also, letztendlich gibt es zwei Punkte, an denen man rein investiert. Das sind Neukundengewinnung und Mitarbeiter. Ja. Und das spiegelt sich dann wieder in diesen zwei KPIs wieder, wo man sagt, okay, wie hoch ist unsere Marge? Das sind Mitarbeiter. Wie viel verdiene ich pro Mitarbeiter umgerechnet? Also Kost per Mitarbeiter oder ja, Margin pro Mitarbeiter. Beziehungsweise der zweite Punkt ist, wie ist hoch sind meine Sales-Zyklen? Also bei der Neukunden, was Neukundengewinnung betrifft. Ja, also wie lange dauert das, bis ich quasi irgendwo einen Kunden abgeschlossen habe, ja, und dann letztendlich auch Geld von diesem Kunden sehe. Ne? Also da gibt es ja die obstrusesten Szenarien, die ich schon erleben durfte, ja, wo letztendlich dann irgendwie ein Kunde abgeschlossen wurde und dort die Dienstleistung bereits erbracht, aber dann letztendlich dann die erste Bezahlung teilweise erst 6, 8 Wochen später erfolgt oder teilweise sogar noch später. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, wenn man also sich in der Skalierungsphase befindet, denn letztendlich geht es ja um den Cashflow. Ja? Das heißt, du willst jetzt nicht erstmal, es geht nicht darum, dass du große Gewinne machst in der Hyper-Skalierungsphase, sondern es geht aber darum, dass du möglichst schnell bist. Ja? Es geht um Geschwindigkeit und das geht eben, desto kürzer die Sales-Zyklen, desto kürzer die Return-on-Invest-Zyklen, ja? Desto schneller die Cashflow-Zyklen, desto schneller kannst du eben skalieren. Und da möchte ich einfach hier mal ein ganz banales Punkt, einfach einen sehr wichtigen rausholen, das ist die Marge. Wo ich immer wieder sehe, ist bei vielen auch kleineren IT-Dienstleistern und Softwareentwicklern, die teilweise auch sehr introvertiert sind, was auch ganz okay ist, normal, und dann sucht man sich eben Partner wie mich,
ja, Experten für Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung, die eben sich ihr ganzes Leben sozusagen gewidmet haben für das Marketing und Sales. Und mit diesen Leuten wie mich, ja, dann, jetzt muss ich mal kurz das Licht anmachen. Ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen Licht. Hört mal gerade auf. Und mit diesen Leuten wie mich, ja, dann kann man eben in einer Partnerschaft hier diese Prozesse vorantreiben. Und was ganz, ganz wichtig ist, wo ich immer wieder sehe, dass dann letztendlich eben sozusagen alles richtig gemacht wird irgendwo, aber dann sozusagen im Deal-Closing, also so in den letzten 5%, wo dann letztendlich die Unterschrift gemacht wird, wo dann nochmal die Preise eventuell nochmal nachverhandelt werden und, ja, wo dann letztendlich mein Kunde, also der IT-Dienstleister mit dabei ist, da wo es dann endlich heißt, okay, so, jetzt müssen wir einfach Nägel mit Köpfen machen, welchen Preis verlangen wir, ja, dass man dann wieder ein bisschen einknickt und wieder ein bisschen zurückschraubt, was die Preise betrifft. Und hier mal ein ganz banales Beispiel aus dem täglichen Leben. Heute, als ich hier zum Münchner Harras, also hier mein neues Büro, wo ich jetzt seit 1. September bezogen habe, ja, wenn wir uns etwas vergrößern hier in München, wo ich letztendlich, hier ein ganz banales Beispiel, ich bin jetzt hier sozusagen aus der bayerischen Bobbahn gerade ausgestiegen, ja, und hatte einen unfassbaren Brand. Ich wollte unbedingt einen Cappuccino haben. Ja. Also, was mache ich? Ich gehe runter, die Bahn steigt runter und ihr kennt hier, ja, den guten alten Müller. Ja, keine Ahnung, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr bei Müller und sage, okay, ich hätte gerne einen kleinen Cappuccino, sofort. Ja. Dann sagen sie, ja, wir haben keine kleinen Cappuccinos mehr. Und mir gedacht, okay, das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass es denen nicht so gut geht. Ja? Also, dann, was habt ihr dann? Ja, wir haben normale Cappuccino und wir haben große Cappuccino. Dann sage ich, okay, dann geben Sie um Gottes Willen einen normalen Cappuccino, wenn ihr keine kleinen Cappuccinos mehr habt. Okay, ist auch ein Weg der Preiserhöhung, indem man einfach sagt, okay, das untere Segment existiert nicht mehr. Okay, der war nämlich immer unter 3 Euro. Aber den gibt es einfach nicht mehr. Also, anstelle, dass man jetzt sagt, okay, wir erhöhen jetzt einfach den Preis des kleinen Cappuccinos, ja, von 2,50, 2,40, 2,60 oder irgendwas, ja, den können wir uns einfach nicht mehr leisten zu verkaufen, ja, sozusagen, den erhöhen wir jetzt auf 3 Euro. Das würde sozusagen dann Aufruhr bedeuten, Leute würden sich aufregen, was weiß ich, sagen wir einfach, okay, den kleinen Cappuccino, den sparen wir uns, den gibt es nicht mehr. Ja. Es gibt nur noch den mittleren und den großen. Und der mittlere Cappuccino fängt jetzt bei 3,30 Euro an, ja, so eine kleine, wenn wir sagen, so ein bisschen verdreckte Bahnhofs-Müller-Diele, ja, wo man sich nicht mal hinsetzen kann und so weiter, ne? Also sozusagen just Kaffee to go, 3,30 Euro für einen mittlerer Größe Cappuccino. Man muss es mal auf der Zunge zergehen lassen, noch vor kurzem, noch vor ein paar Jahren, ne, war das sozusagen schon das höchste aller Preise bei Starbucks oder sowas, ja, also mehr wie 3-4 Euro ein Cappuccino hätte man selbst da nicht bezahlt. Jetzt ist es sogar da schon Standard. Und also ich war ein sehr guter Cappuccino, können wir gleich nochmal testen hier. Natürlich jetzt schon der letzte Schluck kalt, aber war recht gut. Ich war zufrieden. Okay? Ich war jetzt nicht unzufrieden, war ein bisschen teuer, aber ich habe es gekauft. Ja? Und warum das so wichtig ist, warum ich jetzt das Beispiel hier reinbringe, nicht um euch irgendwas aus meinem Privatleben zu erzählen, sondern das ist super, super wichtig. Jetzt bitte wirklich aufpassen. Für jeden IT-Dienstleister, Softwareentwickler, Berater da draußen, Experten, eine super wichtige, super, super, super wichtiger Punkt, den auch immer wieder in seinen ganzen Calls und Videos und so weiter, auch Dirk Kräuter und die besten Verkaufstrainer, die es da draußen gibt, ja, auch immer wieder programmieren und immer wieder raushauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir auch wirklich ans Herz legen würde, denn da von dieser Größe, von dieser Margengröße hängt so vieles ab, ja. Ich hätte das mal, weil viele machen eben den Fehler, noch das ganz kurz noch mit einbauen, die auch mich anfragen, die machen mir den Fehler, ich möchte Marketing- und Vertriebsdienstleistungen so günstig wie möglich gestalten, so günstig wie möglich, aber der Zug ist auch schon wieder abgefahren. Ja, das ist ja alles ein Zyklus. Schau lieber, dass du deine Dienstleistung, die Preise erhöhst und dann die Marge dadurch erhöhst, ja, und dann kannst du dir auch wieder vernünftiges Marketing und Vertrieb leisten. Denn das zu sagen, ich möchte meine Kosten möglichst reduzieren, ist eine Abwärtsspirale, ja. Also ich möchte Kosten reduzieren, das geht aber nicht, weil alles teurer wird. Das heißt, du kannst immer weniger von dem Gleichen leisten, was Marketing und Vertrieb betrifft. Das heißt, immer weniger Marketing und Vertrieb für das gleiche Geld. Das heißt, immer weniger Kunden. Ja? Und dann letztendlich schrumpfst du. Das ist eine Negativspirale. Aber wenn du sagst, ich erhöhe meine Preise oder ich finde Wege, meine Preise zu erhöhen, dadurch meine Marge und ich kann mir sozusagen weiterhin
Vertrieb und Marketing Vernünftiges leisten oder vielleicht sogar etwas mehr wie sonst, ja, das ist eine Abwärtsspirale, okay? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier jetzt nochmal, ich gehe weiter, mein Büro gleich am Eck. Dann sage ich mir, okay, jetzt habe ich aber Hunger auch noch, okay? Aber nicht ganz so schlimm wie Durst, ja? Also der Cappuccino, da hatte ich einen richtigen Brand drauf, aber jetzt so, ja, nicht ganz so benötigt, nicht ganz so stark, so ein Ding hier, ja, so ein, habe ich gesagt, okay, so ein, wie soll ich sagen, na, Croissant und ein Krapfen. Wir nennen das Berliner, nennt sich das in Berlin, aber wir in Bayern sagen Krapfen und ein Croissant, ja, das ist Französisch, und Hörnchen, ich glaube im Norden Deutschen sagt man Hörnchen. Und das hier habe ich mir aber, weil ich nicht so den Bedürfnis hatte, nicht so stark, habe ich beim Lidl gekauft, nur 5 Meter weiter. 50 Cent für dafür und dafür 60, 69 Cent. Das gleiche hier hätte mir beim Müller dreimal so viel gekostet. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich gehe zum Lidl rein und was sehe ich dort? Eine Kaffeemaschine, wahrscheinlich auch ganz normaler, genießbarer Cappuccino. Alles Cappuccino, Latte Macchiato, alles Espresso, alles dort. Also letztendlich genau das gleiche wie hier drinnen. Ja? 1 Euro. Ja? 1 Euro hätte mir der gleiche Cappuccino bei Lidl gekostet, nur 5 Meter weiter. Ja? Also mal 200 Meter weiter vom Harras. Ja? Und wisst ihr, wenn ihr aus München seid, wisst ihr, wo der Harras ist und der Lidl. Ja? Und der Müller eben gleich daneben. Und das ist es eben. Ja? Warum habe ich hier diese 3,30 Euro bezahlt und war selbst einigermaßen zufrieden? Ich habe mich jetzt nicht groß darüber beschwert. Warum? Aufgrund von, in dem Fall, Geschwindigkeit. Ich hätte einfach nochmal 5 bis 10 Minuten schneller diesen Cappuccino, konnte den quasi schon fast austrinken, bevor ich hätte den Cappuccino im Lidl für nur 1 Euro kaufen können. Das heißt, überlege dir in deiner Dienstleistung als IT-Experte, Berater, Softwareentwickler, wie kann ich letztendlich, und selbst wenn es nur ein ganz klein wenig ist, ja, meine Dienstleistung schneller liefern, ja, wie kann ich schneller werden, also denn Kunden, so wie mich, in dem Fall war ich Kunde des Hörnchens und des Cappuccinos, ja, bezahlen teilweise Preise 3,30 Euro versus 1 Euro, das ist mehr wie dreimal so viel, also um ganz genau zu sein, es ist 3,3 mal so viel. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein durchschnittlich schneller Softwareentwickler bist in deiner Delivery oder ein durchschnittlich schneller IT-Dienstleister in deiner Delivery. Sag mal, du bist durchschnittlich schnell. Wir sagen jetzt mal, ein gegebenes Projekt dauert 3 Monate. Irgendwas. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal pauschalisierte Zahlen. Dauert 3 Monate. Okay? Und du schaffst es aber und dein Mitbewerber benötigt auch genau 3 Monate und der andere Mitbewerber benötigt auch genau 3 Monate. Du schaffst es aber, anstelle von 3 Monaten nur 10 Wochen, also 2,5 Monate, also nur 2 Wochen schneller. Ich garantiere dir, es gibt Firmen da draußen, die bereit sind, das 3,3-fache zu bezahlen. Ja, in dem Fall. Ja, das 3- oder 4-fache zu bezahlen. Das ist keine Lüge. 3 bis 4 Mal so viel, so wie ich auch. Ja, es ging gerade um 200 Meter, aber ich hatte eben so einen Brand, dass ich bereit war, den Cappuccino sofort zu bezahlen, 3 bis 4 Mal mehr bezahlt habe dafür. Und genauso gibt es da draußen auch Kunden, die 3 bis 4 Mal mehr bezahlen. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt irgendwie ein durchschnittlich schneller Softwareentwickler bist, hast du, sagen wir mal, ungefähr, ich nehme jetzt mal wirklich wenig, 85 Euro Stundensatz. Also das ist letztendlich so mehr oder weniger die Untergrenze von Senior Softwareentwicklern, die sich als Freelancer verkaufen zum Beispiel. Jetzt überleg mal, 85 Euro, ja, und du findest aber einen Weg, wo andere 3 Monate benötigen, dass du in 2,5 Monaten machen kannst. Das kann unter Umständen einen Faktor, einen Mehrwert bedeuten für deinen Kunden, der nicht nur 2,5 Monate zu 3 Monaten Unterschied ist, bedeutet für den als Mehrwert, 2 Wochen früher fertig sein, könnte für den als Mehrwert 10-20 Faktor bedeuten. Ja, und von diesem 10-20 Faktor Mehrwert, weil du 2 Wochen schneller bist, ja, könntest du locker, ich würde mal sagen, jetzt vielleicht nicht 3 bis 4 Mal gleich mehr verlangen, aber bestimmt das Doppelte. Ja, also anstelle von 85 Euro wahrscheinlich 170 Euro. Und das würde wiederum für dich bedeuten, wenn du jetzt skalieren möchtest
und schaffst das mit einem Team oder selbst nur mit einem einzigen Mitarbeiter. Es geht nicht mal darum, jetzt einfach hier Rocket Star zu sein und was weiß ich, sondern es geht als letztes Mal, du hast nur einen einzigen Mitarbeiter und du schaffst hier, den fürs Doppelte zu verkaufen, weil du eben schneller bist, weil du Speed hast. Wie das im Einzelnen aussieht, muss man uns unterhalten. Bitte gerne bei mir eine Strategie-Session buchen. Ja? Hier unten irgendwo findest du den Link und so weiter. Dann kann ich dir eventuell helfen. Dann kann man im Detail schauen, okay, was machst du genau? Ja, wie machst du es genau und so weiter? Noch das ist ein Prozess. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich dir innerhalb von einem 30-minütigen kostenlosen Gespräch hier sofort einen Werkzeugkasten geben kann, ja, wo alle Werkzeuge drin sind und alle Lösungen, die du jemals irgendwie brauchen würdest, sondern da können wir nur ein bisschen uns sozusagen annähern, ja, und dann ist es in der Regel ein Prozess. Einige meiner Kunden, mit denen arbeite ich seit Jahren daran, ja, und es lohnt sich. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, ja, auf jeden Fall, ja, denn es ist ja mal was völlig anderes, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, mal angenommen, den zahlst du 65 Euro, ja, und du, oder 70 Euro und du bekommst 85 Euro, das ist Tatsache und du hast am Ende eine Marge von 8%, also weniger als 10%, das gibt es da draußen und die skalieren dann halt letztendlich über die Masse, die haben dann 10, 20 Entwickler, an jedem verdienen sie pro Stunde 10 Euro, okay, haben sie auch irgendwas verdient, aber wenn du auf Qualität schauen möchtest, wenn du darauf schauen möchtest, okay, wie kann ich schneller da draußen werden wie alle anderen Mitbewerber oder nur ein bisschen schneller, das kann unter Umständen einen Hebel haben von, sagen wir mal, deine Marge kann das unter Umständen verdoppeln. Du kannst sogar deinen Mitarbeiter nochmal 10%, 20%, 30% mehr bezahlen und hast trotzdem noch eine Marge von 50%, 60%, 70% mehr on top. Und die kannst du dann wiederum verwenden, um vernünftiges Marketing und Sales zu bezahlen, ja, und Cappuccinos für 3,30 Euro, die vielleicht vor 3 Jahren noch 1,50 Euro gekostet haben. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo du unbedingt, und ich wirklich, das kommt vom Herzen, ob du mich jemals für eine Strategie-Session buchen wirst, ob wir jemals zusammenarbeiten, ich weiß es nicht, dieses Video geht raus auf YouTube, das heißt, du bist eventuell ein anonymer Zuschauer und viele meiner Kunden und Leute, die mich in den letzten Jahren angefragt haben, die haben mich teilweise jahrelang, monatelang auf YouTube verfolgt, also ich weiß ja nicht, wer du vielleicht eventuell bist, ich habe teilweise tausende von Views, ja, pro Monat, ja, und aber ob wir uns jemals in Person treffen oder über Zoom-Call oder nicht, ich würde das unbedingt ans Herz legen, an deiner Marge zu arbeiten und einfach die Idee der Geschwindigkeit, ja, denn das ist einer von den Punkten, wo du eine Win-Win-Situation erzeugen kannst, ja. Schau dir deine Prozesse ganz genau an, schau dir ganz genau an, noch ein kleiner Tipp an der Stelle, wie deine interne, sagen wir mal, Prozessierung, ganz normale Arbeitsabläufe und so weiter, wie weit die digitalisiert sind, welche Tools du nutzt, ja, letztendlich, wie schreibst du E-Mails, schreibst du die alle noch per Hand oder geht auch manches schon automatisch und so weiter. Also letztendlich auch so ein bisschen deine interne Toolstruktur, ja, das kann sein, selbst wenn du nur 5 oder 10 Mitarbeiter hast, kann das schon einen riesen Unterschied machen, ja, vom Speed her. Und nutzt du die modernsten Tools, was die Softwareentwicklung betrifft? Auch da ist es so, dass mittlerweile, und das ist ein exponentieller Anstieg von Low-Code-Tools, wo du quasi Dinge über AI, über KI und so weiter, wo du Dinge machen, wo also quasi Assistant-Tools nutzen kannst, die gar nicht viel Geld kosten, die aber letztendlich dein Output um 20%, 30%, 40%, 50% in der Geschwindigkeit reduzieren, wo teilweise sehr träge, wo Softwareentwicklungsabteilungen intern in sehr, noch sehr trägen Industrieunternehmen teilweise, wo wirklich noch gearbeitet wird wie vor 50 Jahren teilweise, noch nicht gar nicht so Dinge. Das heißt, du bist ein kleiner Dienstleister, du hast einen ganz großen Vorteil von Geschwindigkeit und diesen Hebel, diesen Vorteil, ja, als Benefit in deiner Zielgruppe zu platzieren, wird dir unfassbare Möglichkeiten bereiten, deine Marge zu erhöhen und das wiederum kannst du dann nutzen, um zu reinvestieren in Marketing, Vertrieb und anderen Dingen. Und damit möchte ich es auch belassen mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn dir das ein bisschen nur weitergeholfen hat, nur ein bisschen, dann bitte gib dem Video mal einen Daumen hoch, ja, und teile es mit deinen Kumpels, mit deinen Freunden, mit deinen anderen IT-Dienstleistern, vielleicht die du uns noch so kennst.
oder auch Agenturinhabern. Und dann hol dir bei mir eine Session, wenn du das Gefühl hast, du würdest mit mir gerne mal Face-to-Face, One-on-One-Gespräch dich unterhalten. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Happy Hunting. Bye-bye. Ciao, ciao.